Es gibt keinen Planeten B. Auf unserem Planeten sehen sich alle Lebewesen seit dem 19. Jahrhundert einer großen Lebensgefahr gegenüber. Verursacher dieser großen Krise, also dem Klimawandel, ist der Mensch. Die Klimakrise bedroht nicht nur den Menschen, sondern alle Lebewesen auf der Welt. Die Vernichtung der Wälder, die industrielle Landwirtschaft und Tierhaltung wird das Ende unserer Welt einläuten. Die natürlichen Lebensräume verschwinden. Der Klimawandel verändert auch das Verhalten der Tiere. Aufgrund der Vernichtung vieler natürlicher Lebensräume verlieren zahlreiche Tierarten ihr natürliches Habitat. Was ist Ihr Plan B? Wussten Sie, dass wir nicht zu spät dran sind und noch einiges tun können, um unsere Welt zu retten? Stimmen wir nicht darin überein, dass wir Dinge, die wir nicht wirklich brauchen, nicht konsumieren müssen? Es gibt keine andere Welt und wir müssen nun wirklich etwas tun, um unsere Welt zu retten. Jeder Einzelne kann anfangen, etwas zu tun. Wir können unter anderem unser Konsumverhalten reflektieren. Lasst uns nicht vergessen, dass alle Lebewesen auf dieser Welt aufeinander angewiesen sind.